Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, heute leider mit ein wenig Verspätung. Ich habe es nicht ganz pünktlich geschafft, mit der Aufnahme zu beginnen. Und deshalb ist die Folge heute ein klein wenig verspätet. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, weil wenn ich so auf die Uhr gucke, weiß ich auf jeden Fall jetzt schon, dass die Folge halt etwas zu spät rauskommen wird. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, ihr Lieben. Und wir sind natürlich weiterhin noch an unserer Seebasis hier. Ich habe auch ein kleines bisschen schon weitergebaut, zumindest mal die Beleuchtung hier draußen angefangen und die Umrandung hinten für unser Biodom fertig gemacht und auch so innen drin schon mal ein bisschen ein paar Lagerstrecke noch dazu gebaut und ich musste einmal auch alles ein bisschen versetzen, wie ihr vielleicht hier draußen seht. Ich musste die Abstände von unseren Kraftwerken und Heizung so ein bisschen ändern hier und auch so nochmal alles um einen nach hinten verschieben, weil das hier vorher einfach doch nicht so gut aufging mit unseren Anbauten hier. Und jetzt passen die super in die Lücken dazwischen, sieht deutlich besser aus als vorher. Natürlich haben wir wieder super schlechtes Wetter gleich zum Start hier und hier geht es jetzt auch deutlich besser auf. Wir sind jetzt genau mittig hier auf der Dreierreihe mit unserem Biodom in der Mitte rundherum einmal schon jetzt fertig. Ich habe meine letzte Folge ja schon fertig, nur nicht komplett mit Glas schon. Und so sieht das jetzt aus. Dann geht es hier hinten weiter raus. Hier drüben haben wir ja unser Biolabor angebaut. Hinten dran ist jetzt schon mal das Lager. Und hier habe ich schon mal eine erste Möglichkeit eingebaut, wie wir zwischendurch aus unserer Basis auch mal rauskommen. Weil wenn wir hier unten drunter mit Leitern arbeiten, können wir die einfach so unter die Fundamente hier, also unter die Wohnabteile drunter schieben. Und hier im Biolabor, habe ich mir gedacht, ist genau hier zwischen den Schreibtischen super Platz. Da stört die Heizung überhaupt nicht. Da hatten wir ja sonst auch öfter mal eine Kiste stehen. Und so können wir hier zumindest schon mal zwischendrin auch schon mal raus aus unserer Basis. So, zack, wieder rein. Hier sind auch ein paar Schränke jetzt schon mal dazugekommen, vorbereitet. So ein bisschen was in unserem Lager halt, dass wir auch von dieser Basis aus arbeiten können. Ein Stromgenerator steht zu Hause, noch ein weiterer jetzt von den guten und ein paar Pulsarquarze sind natürlich auch schon vorbereitet. So, jetzt kommen wir dann hier vorne rein. Hier wird es dann einmal rumgehen. Und hier geht dann der Turm nach oben raus. Nach hinten kommt dann jetzt hier raus die Stromversorgung. Da werden wir unsere ersten Stromversorgungstürme aufbauen. Da brauchen wir ja hier auch wieder welche. Die werden diesmal ein bisschen anders aussehen. Ich möchte mit den Vierer-Wohnabteilen da arbeiten. Wir machen diesmal viereckige Türme, bauen einfach so drei, vier von diesen Vierer-Wohnabteilen übereinander und machen uns da hinten dann unseren Kernfusionsturm hin. So, und jetzt geht es erstmal weiter mit einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe. Mal sehen, ob es aufgeht, ihr Lieben. Da habe ich schon eine Plattform so ein bisschen vorbereitet. Muss nochmal abzählen. 2, 4, 6, 8, 9. Yep, genauso viel brauchen wir. Ich habe nämlich die Idee, dass wir uns hier in die Mitte eine Raketenstartplattform reinstellen. Ich hoffe, man kann die auf die Fundamente stellen, sonst ist die ganze Arbeit umsonst. Aber dann können wir uns hier jetzt eine Raketenstartplattform mitten reinstellen. Also mit hier läuft der Gang jetzt weiter. Dann würde man nach hier ja super aus dem Gang rausgehen können mit ein paar Treppen. Das möchte ich auch noch anbauen. Eigentlich so weit möchte ich schon kommen. Und hier steht dann halt eine Raketenstartplattform. Startplattform. Mitten in unserer Basis hier auf dem See. Und ich habe auch noch ein weiteres, größeres Bauprojekt schon eine Idee im Kopf. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier noch umsetzen können, weil eigentlich brauchen wir dafür, nicht nur eigentlich, wir brauchen dafür eine riesengroße ebene Fläche und die beste riesengroße ebene Fläche wäre der See jetzt hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier da noch genug Platz finden und ob wir das von der Performance auch noch hinbekommen. Wie gesagt, da habe ich eine Idee für ein, ist mir gestern beim Werkeln hier an der Basis ist mir was eingefallen, das müssen wir unbedingt umsetzen. Mal sehen, ob wir das schaffen hier irgendwie, wenn nicht, müssen wir uns einen anderen Platz suchen. Und das müssen wir dann auch nochmal ganz separat vorbereiten, weil das wird dann nochmal, das wird wahrscheinlich das größte Bauprojekt, was wir je gemacht haben. Aber jetzt erstmal hier weiter. So, das heißt, da brauchen wir mehr Eisen. Jetzt bin ich schon wieder hier reingelaufen. Und hier drin, wie ihr seht, aber auch ist Beleuchtung. Eigentlich können wir ruhig mal durchlaufen. Hier vorne mit Eisblau so ein bisschen, was passt gut zu den Fenstern irgendwie. Zup. Wir können auch ruhig mal laufen ein bisschen. So, hier haben wir dann einfach mal ein bisschen Gelb, habe ich gedacht, zwischendrin. Dann geht es hier weiter mit Eisblau bis nach hier hinten. Und hier würde ich eigentlich schon gern noch weitermachen mit dem Eisblau. Das heißt, hier kommt nochmal Eisblau, wieder keins, hier nochmal Eisblau. Und ab hier eventuell dann mit Grün, wobei hier der Nahrungszüchterraum kommt, vielleicht da auch wieder ein bisschen mit Rot. Müssen wir mal schauen. So, okay, jetzt zurück. Also wenn man den Winkel einigermaßen gut hält, kann man die richtig durchfliegen, ohne sich den Kopf anzustoßen. Das ist auch schon mal gut. So, einmal raus. Und weil die Bäume ständig ihre Plätze wechseln, ist hier auch schon wieder alles zugewuchert. Wir brauchen noch ein bisschen mehr von dem Eisen. Und so, das gefällt mir schon richtig gut, hier auch hier drunter rumzulaufen. Und bei dem und drunter rumlaufen ist mir auf jeden Fall die Idee gekommen für das, was ich noch bauen möchte.
So, hier haben auch Stützpfeiler genau mittig gepasst. Jetzt dadurch, dass ich das so gemacht habe, hier nochmal alles ein bisschen verschoben habe. Hier zwischen der Wassergraben bleibt genau so. So, und dann jetzt hier weiter. Oder ich hoffe, das geht. Auf jeden Fall ist die Raketenstartplattform ist 9 breit. Das heißt, nach hinten raus, die müsste hier eigentlich schon drauf passen. Wir machen vielleicht noch eine Reihe hier ran. Und dann testen wir es. Ich hoffe, die Mühe war nicht umsonst. Aber warum soll man die hier nicht draufstellen können? Ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich geht. Warum soll man das nicht hier draufpacken können? Man kann alle Bauwerke eigentlich auf die Fundamente setzen. Okay, Leute, auf geht's. Ab zurück. Und ihr habt übrigens auch geschrieben, die Teleporter können drinnen stehen. Deswegen hat unser Teleporter auch hier drin jetzt nochmal einen neuen Platz. Er ist nicht mehr hier, wie ihr seht. Der ist umgezogen. Bei den Sandfällen der noch nicht. So, dann das restliche Eisen bleibt erstmal hier. So, auf geht's. So, einmal hier durch. Und der steht jetzt hier. Da passt er wunderbar rein. Auch mit dem eisblauen Licht hier. Perfekt hinter unsere Vorratsschränke. So, ab zurück zu den Sandfällen. Der ist noch draußen. Und ich glaube, den lassen wir auch draußen. Wir können ja ein paar draußen und ein paar drinnen, weil der gefällt mir hier gut. Der passt hier super in die Ecke neben die Basis. Außen können wir von hier schnell rüber zu den Extraktoren. Schnell in den Hintereingang von dem hinteren Lager. Und schnell hier vorne rein zu unseren einfachen ersten Schränken und zu den ganzen Werkbänken. So, und ich bin jetzt hierher geflogen, weil ich was holen wollte. Ach ja, die Sachen für die Raketenstartplattform. Wir brauchen nämlich 3 Superlegierungen, 3 Titan, 3 Eisen. Hätten wir auch alles in der anderen Basis gehabt. Aber verbrauchen wir ruhig mal ein bisschen was aus den Schränken hier. Warum nicht? 3 Eisen, 3 Titan und 3-mal Superlegierungen. So, Spannung steigt. Achso, nehmen wir gleich noch mit, was wir für die Monitore brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal 2-mal Eisen für noch einen Schreibtisch. Uns reicht einer. Und dann hätte ich gern den Kartenbildschirm. Da brauchen wir wieder einen Kompass. Zwei Alu. Einmal den Kompass-Mikrochip. So, den möchte ich haben, den Kartenbildschirm. Den, dafür brauchen wir nochmal einen Kompass. Können wir gleich noch einen Kompass bauen. So, den. Noch einen Kompass. So, Kartenbildschirm. Und den hier. 2-mal Kompass. Eisen, Osmium, Silizium, Magnesium. Und dann haben wir noch den hier. Der braucht auch noch mal ein bisschen Silizium, Magnesium und Kobalt. So, jetzt habe ich auch mal alles dabei. Auf geht's. Können wir nämlich drüben einmal auch die Bildschirme aufstellen. Weil wir brauchen noch alles nach und nach hier drüben, weil wir jetzt von hier aus arbeiten. So, wenn wir ankommen, ist immer kurz der Strom ausgefallen. Zack, dann kommst du hier hin. Sauber so. Super. Aber sind wir doch schon wieder bei 30% Insekten. Und dann haben wir hier einfach einen Schreibtisch schön mittig, wo unsere 3 Bildschirme so draufstehen, wie wir das oben in unserem Wohnabteil gemacht haben. Achso, den Kartenbildschirm, den und Stromversorgung wollte ich haben, genau. Den Kartenbildschirm, den und Stromversorgung, die 3. Erstmal in der Mitte die Karte, schön nach hinten hier. Ich glaube, es reicht nicht für alle 3 Bildschirme. Ne, da fehlt schon was. Und hier fehlt auch schon 2-mal Silizium. Was kommt da runter? Ist das schon wieder Superlegierung? Ne, das ist ein normaler Meteoritenschauer. Einmal durch unseren Wald. Und ein bisschen Silizium, Magnesium, Eisen. Keine Ahnung. Nehmen wir alles mal einmal nochmal mit hier. So, das muss jetzt aber reichen. Obwohl, das war jetzt nur einmal Silizium, ne? Lass mich nochmal durch. Bin noch ein zweites Silizium. So. Zip. Wieder rein, ohne sich die Birne anzuhauen. Kommt die Beleuchtung jetzt aber gerade wieder schön. Und hier hin. Stromversorgung hätte ich hier gerne noch. Wir müssen merken, wie oft wir den gedreht haben, ist gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6-mal ist besser. So. Ah. Und den anderen ist der hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so. Super, dann haben wir hier nämlich auch alles. Stromversorgung 2800 haben wir in Reserve. Karte von hier aus jetzt mal rauszoomen.
Guck mal, dann kriegen wir nämlich einen anderen Abschnitt angezeigt. Und wir haben auch diesmal hier der unbekannte Landstrich ist auf einmal dazugekommen. Guck mal hier, das ist genau das, hier die Kante, hier ist genau der Streifen. Wir können jetzt hier auch was sehen. Ist das gut? Und da ist unsere andere Basis. Ja, super, Leute. So gut. Hier haben wir Uran, hier haben wir nochmal Osmium, hier haben wir dann. Ist das ein. Nee, das ist Alu, das ist Alu, alles klar, das ist Alu. Ah, sehr schön. Wie cool. Guck mal hier, das ist so gut. Das ist das Seebiologische Institut. Ich habe es ja letztes Mal auf der Karte nicht erkannt. Also unsere alte Baustelle, da wo wir jetzt auch wieder sind. Okay, trinken wir noch nebenbei mal einen Schluck. Super, das ist das. Und jetzt kommt das Entscheidende. Oh, haben wir alles dabei jetzt noch? Ja. Wenn das nicht geht, das wäre so, so, so schade. Und wenn es geht, wäre das so, so, so gut. Okay. Nein, doch, ein Eisen fehlt. Was? Ob ich das denn jetzt verbraten? Wieder zurück. Und wenn das geht, Leute, das wird so gut, wenn das funktioniert, dass wir die Plattform mitten in der Basis haben. Vor allem, wenn wir dann von hier abschicken, haben wir auch wieder den Regen hier direkt in den See rein. Das ist einfach zu zugewuchert hier. So, ein Eisen jetzt noch. Jetzt haben wir aber alles. Jetzt haben wir mal alles. Auf geht's. Einmal oben rauf. Hier müssen wir noch gucken, wo die Leitern hinkommen dann, wenn wir das so mit den. Das muss ja nach oben gehen hier. Müssen wir schauen, ob wir die auch so schön versteckt bekommen, wie beim Biolabor unten drin. So. Oh komm, wer hat grün? Wie hoch ist denn das so? Müssen wir näher ran? Oh, komm schon, lass dich hier setzen. Das kann nicht sein, das geht nicht. Flieg. Jetzt ist es genau. Die werden rot angezeigt. Warum? An so ein paar Punkten hängt da irgendwie fest. Aber warum? Warum, warum, warum? Und so können wir es nicht anheben jetzt. Ne? Wenn wir, ich kann es jetzt nicht nach oben schieben. Dann schiebt es automatisch von uns weg. Wir müssten das bewegen können, ohne dass es sich dabei, also die Höhe anpassen. Hier kann ich das mit Steuerung vielleicht? Nee. Dann nimmt das weg. Da, Leute, es ist kurz grün. Warte mal, wenn wir ganz schnell drücken. Oder bau das vielleicht. Es ist kurz, wird kurz grün angezeigt hier. Wie kriegen wir das jetzt hier aufgebaut? Das muss hier passen. Das passt, man kann das hier draufsetzen, sage ich. Haben nur nicht genug. Man kann das hier irgendwie drauf bekommen. Vielleicht müssen wir hier noch eine. Oh, Luftholen müssen wir erstmal. Vielleicht müssen wir hier noch eine Reihe anbauen außen. Vielleicht machen wir es ein Stück größer. Nach hinten und zur Seite noch. Wir versuchen das jetzt mal. Das wird zwischendurch grün. Oder wir müssen uns ein Fundament unter die Füße packen, dass wir ein bisschen erhöht stehen. Ja, das könnte auch funktionieren. Haben wir eigentlich noch Platz in den Schränken? Hier hatten wir, glaube ich, alles wirklich randvoll aufgefüllt, ne? Mit den normalen Baumaterialien. Ja, hier war alles auch schon voll. Okay, den Rest schreddern wir kurz, was wir nicht brauchen. Wir brauchen kein Magnesium jetzt. Wir brauchen Eisen, Titan, Superlegierung. Das heißt, wir brauchen jetzt gerade kein Magnesium, kein Silizium, kein Kobalt. So, weg mit euch. Wir brauchen noch mal ein bisschen extra Eisen. Aber das muss einfach gehen. Das muss einfach irgendwie gehen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. So. Okay. Und schnapp noch mal ein bisschen Eisen von. Nee, von hier. Taschen ruhig voll. Das muss. Irgendwie muss das aufgehen. Wir dürfen uns aber auch nicht zu lange jetzt damit aufhalten. Wir wollen noch ein bisschen was schaffen. Aber ich will das probieren. Ich will das jetzt probieren. Wir haben Hunger. Iss mal was. Iss mal was. Das fängt auch schon wieder an, hier reinzuregen. Die Basis wird auch schon wieder zu groß. Weil das wird zwischendurch, wurde es einmal grün. Das heißt, wir gehen einfach erstmal hier noch eine Reihe weiter raus. Und nach hinten noch eine Reihe weiter raus. Okay, und jetzt stellen wir uns mal noch auf ein Fundament oben drauf. So ungefähr mittig hier, sagen wir mal.
raufgeflogen, dass wir das gleich schon mal ein bisschen höher anhalten können. Hat das eigentlich einen Snap-Point hier seitlich? Nee, ne? Na gut, da ist auch kein Platz jetzt. Guck mal hier, da! Er will das hier verbinden. Das geht auch nicht. Jetzt sagt er, die Reihe stört ihn. Liegen Sachen auf dem Seegrund, die im Weg sein könnten, die da... Mach mal Licht an. Nee, jetzt ist hier auch schon alles aufgeräumt. Hier liegt nichts rum. Oder müssen wir das bis nach unten auf den Boden ziehen? Das ist natürlich ein bisschen viel, das jetzt noch auszuprobieren, aber wir könnten ja... Oder blockieren die Sachen hier, wenn hier, weil hier Felsbrocken liegen. Schwierig. Ich glaube aber, das geht trotzdem. Man kann das irgendwie schaffen, dass das da drauf passt. Jetzt ist es auch noch dunkel. Da, schon wieder. Es wurde kurz, war kurz grün angezeigt. Irgendwo ist der Platz hier, wo wir dich geparkt kriegen. Irgendwo ist hier der Platz, wo wir das hinstellen können. Komm schon. Klick, 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 klick. Lass dich platzieren. Nee, Leute, das... wir können es doch nicht ewig damit im Versuch aufhalten. Aber ich sag, das geht, das geht. Oh, wei. Oh, wei, jetzt bekommen wir unsere lebensrettende Leiter hier vorne. Ich sag, das geht irgendwie. Das kann man irgendwie hinkriegen. Ich werde das versuchen offscreen. Ich werde dann versuchen, wenn es sein muss, hier bis nach unten Stützen irgendwie anzubauen. Aber wir kriegen das da reingebaut. Wir kriegen das da rein. Am liebsten würde ich jetzt weiter versuchen, Leute. Noch Stützen unten drunter zu setzen oder noch irgendwie anders. Noch weiter raus schieben. Gucken, ob man es irgendwo ansnappen lassen kann. Hier vielleicht doch, wenn man noch eine Plattform oben drauf setzt. Was liegt denn da jetzt rum? Wo kommt ihr denn her? Was ist denn hier kaputt gegangen? Ach nee, der normale Meteoritenschauer. Ich muss sagen, wo ist das jetzt abgefallen? Wie kriegen wir dich hier drauf? Wie kriegen wir dich hier drauf? Nach hinten raus. So rüber. Ist auch kein Platz. Ach ja, das ging ja sowieso nicht, dass man das so verbindet. Oder man kann die einfach nicht auf Fundamente setzen. Weil die schon ihre eigenen mitbringt. Aber aufs Wasser kann man sie ja auch nicht setzen, leider. Sagen so hier. Gehen wir mit den Treppen hier ran. Nee. Ah, schade, Leute. Schade. Egal, wir lassen das jetzt hier stehen. Das wird weiter ausprobiert. Das wird weiter ausprobiert. Ah, ich war mir so sicher, dass wir das hinkriegen jetzt schon. Wir gucken noch mal. Das muss doch irgendwie gehen. War der perfekte Plan, die hier reinzusetzen. Vor allem wollte ich auch die ersten Raketen schon dann abschicken jetzt hier. Wir brauchen ja hier auch eine Raketenplattform. Wo sollen wir sie sonst aufbauen? Ich will die nicht wieder an Land stehen haben. Dann, aber bleibt ja nichts anderes übrig. Okay, das geht dann also nicht. Oh, guck mal, hier noch ein Alu auf dem Weg. Nehmen wir mit. Schade, schade, sehr schade. Das wäre so schön gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte. Okay, schmeißen wir erstmal das Eisen zurück. Schmeißen wir das zurück. Hier hinten, glaube ich, noch einen Schrank, wo jetzt gerade gar nichts drin ist. Da kommt das mal rein. Hier, du auch. Super, die Gierung haben wir drin. Dann machen wir weiter mit unserem Nahrungszüchterraum auf jeden Fall. Dass wir den hier hinbekommen. Da brauchen wir immer... Die kosteten gar nicht so viel.
Superlegierung, Wasser und Dünger. So, Superlegierung haben wir in der Tasche. Holen wir erstmal ein bisschen Wasser vom Seewassersammler schon mal. Und trinken nebenbei auch gleich schon mal einen Schluck. Ach, Prost. So, Seewassersammler. Sehr gut. Bisschen Superlegierung und Dünger habe ich auch schon ein bisschen was rübergebracht. So. Hier geht es halt, wie gesagt, los mit den Pulsarquarzschränken. Zeolit, Osmium und Superlegierung. So, nehmen wir erstmal so und dann haben wir hier einen Dünger. Wo haben wir sie hier? Machen wir erstmal 6 Stück. Die lassen sich ja jetzt super angenehm platzieren. Gucken wir, dass wir hier... Ja, fangen wir in der Mitte an. Fangen wir genau in der Mitte an. So, hier kommt der hin. Einer mittig. Und dann 2 passende im Abstand daneben. So. Ruhig bis hier vorne ran. Zack. Sehr schön, Leute. Dann haben wir nämlich unsere erste superschnelle Nahrungszucht hier. So. Und machen wir erstmal 3 gegenüber noch. Ah, ist das mit der Raketenplattform? Ich werde auf jeden Fall noch, da werde ich noch experimentieren. Bis das geklappt hat. Wenn es noch 10 Folgen dauert, bis ich dann irgendwann sagen kann, so, liebe Leute, ich präsentiere euch in der Mitte unserer Basis die Raketenstartplattform. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Weil die ist zwischendurch ja sogar einmal grün geworden. Deswegen, das macht... vielleicht probieren wir zum Ende noch ein bisschen. Okay, 3 Nahrungszüchter haben wir jetzt hier. Das ist schon mal super. Dann kann das hier rein. Superlegierung kann hier zurück. Jetzt müssen wir erstmal orientieren am neuen Lager hier. Und dann einmal zurück zur Basis, weil Saatgut haben wir noch nicht hier. Und dann holen wir erstmal... Achso. Dann holen wir erstmal... 3-mal Bohnensaatgut und 3-mal... 3-mal Kürbis oder so. Gucken wir. Saatgut. So. Oder 3-mal Aubergine ist auch gut. 3-mal Aubergine. 3-mal Bohne. Sup. Zurück. So, hier ist Teleporter draußen. Das ist trotzdem so angenehm schon wieder. Einmal kurz hin und her springen. Schon wieder an unserer gemütlichen Seebasis. Wo immer erstmal wirklich der Strom ist. Der Generator muss hier immer erstmal anlaufen. So, zurück. Einmal hier rum. Und... Ne, noch ein weiter. Wir wollen ja nicht einsortieren, wir wollen einpflanzen. So, hier kommt Bohne, Bohne, Bohne und dann hier drüben die Auberginen. 1, 2, 3. Sehr gut. So, wir machen dann hier hinten einfach nochmal drei und dann reicht es eigentlich schon fast. In der Mitte brauchen wir gar nicht so viel. Guck, vielleicht machen wir in der Mitte auch noch wieder ein paar rein, damit der Raum einfach voll ist. So. Zack. Weiter. Und weil jetzt der Plan mit der Startplattform nicht so funktioniert hat, machen wir stattdessen jetzt einen kleinen Ausflug. Aber eigentlich hatte ich den Plan, jetzt noch Raketen abzuschießen, dann Pulsarquarz hier vorzubereiten und mit dem Kernfusionsturm anzufangen. Aber ohne Raketen keine Vorbereitung der Materialien, deswegen verschieben wir das und wir machen jetzt noch einen kleinen Ausflug. Wir brauchen einmal ein bisschen... Obwohl, die brauchen wir gar nicht. Wir haben unseren Teleporter, wir springen einmal kurz zurück. Schnappen uns ein bisschen Sauerstoff. Nehmen einmal alles mit für einen Kabuff. Bisschen was zu essen, bisschen was zu trinken und gehen nach oben zu dem Wrack noch oben auf dem Hügel und gucken uns das noch an. Machen wir noch einen kleinen Ausflug. So, wir nehmen auf jeden Fall auch wieder zweimal was zu trinken reicht. 2 Böhnchen reichen. Einmal nochmal satt trinken und essen. Und... 3 Sauerstoff nehmen wir mit. Und Material für einen Kabuff. Silizium. 2 Titan. 3 Eisen. Auf geht's. Ah, die Plattform. Die muss dahin. Die muss dahin. Ich stelle mir das auch so richtig gut vor, weil die sich dann da mit dem Turm mitten... Gut, hier neben... Von hier sieht man ihn ja nicht, aber trotzdem. Da in der Mitte dann diesen Turm. So, dann haben wir alles und... Andere Richtung vom Biolabor ist der Weg auch nicht so weit. Hier raus. Einmal rauf. Stützpfeiler kommen dann nach und nach noch überall drunter. Können wir vor allem auch einmal schon mal einen Blick von oben riskieren, wie unsere Basis jetzt schon wieder aussieht hier. Kamen wir hier über die Kante geflogen?
Ja, schaffen wir. So, und einmal von dir jetzt. Hier wäre eigentlich auch ein super Spot für eine goldene Kiste. War hier nicht eigentlich sogar noch irgendwo eine? Ich weiß es nicht mehr. Ah, sieht schon wieder gut aus. Und da jetzt die, ne, wenn man sich das vorstellt, jetzt hier mit dem Turm und so, das wäre so gut. Dann wird, hier geht die Reihe ja dann weiter. Hier drüben kann auch noch ein bisschen was hin. Vielleicht kommt sogar hier dann der, oh, da kann hier sogar der Energieturm hin. Da muss gar nicht hinten nach hinten raus. Und hier wäre ja die Dreierreihe, die eigentlich schon alleine raussteht. Ich glaube, die Reihe nehme ich auch wieder weg und ich schiebe die Plattform dann weiter nach hinten raus, bis das irgendwie, obwohl die muss eigentlich auf der Höhe sitzen. Das wäre optimal. Auf der gleichen Höhe, wie der Biodom sitzt. Ah, naja. Da wird noch experimentiert. Irgendwie kriegen wir das hin. Vielleicht hat sogar ja von einer von euch sogar schon eine Plattform irgendwie geschafft, auf den See zu setzen oder mit Fundamenten das irgendwie hinzukriegen. Wenn, schreibt es auf jeden Fall, wäre super. Würde mich interessieren. Oder falls jetzt irgendwer auch anfängt damit und das ausprobieren, wenn er es irgendwann schafft, Bescheid sagen. So, einmal Luft holen. Kleines Kabuff. Also wir hätten vielleicht noch gleich einen obwohl der Weg zur Basis ist so kurz, wir brauchen hier keinen Schrank aufstellen, das geht so. Eigentlich ist der Weg zur Basis so kurz, wir hätten auch gar kein Essen und kein Trinken mitnehmen müssen. Nur Sauerstoff ist eigentlich. Na gut, auf geht's. Einmal rein in das Wrack. Ich hoffe natürlich jetzt auch auf Saatgut. Wir müssen noch viele, viele Veg-Tubes befeuern können. So. Moment, hier war doch auch eine abbaubare Wand in dem Schiff noch. Oder war in dem auch eine? Die andere hat man schon gefunden, ne? Und nochmal ein bisschen Stoff. Oh, nochmal ein bisschen Stoff ist natürlich sehr gut. Oh, sehr gut. Und haben wir hier nochmal ein bisschen Saatgut? Nee, kein Saatgut. Nochmal eine Heizung T1. Nehmen wir auch erstmal mit. Wahrscheinlich nochmal ein Mikrochip für unser Mikrochip-Lager in der anderen Basis. Ich meine, dieses Schiff hatte doch auch noch eine abbaubare Wand. Gucken wir mal. Auf jeden Fall konnten wir hier das mit Strom versorgen. Das war das Schiff, wo die Türen dann aufgingen irgendwann. So, wir nehmen alles mit. Ja, kann das, war das nicht hier irgendwo? Warst du das? Eine von den Wänden, die so aussahen. Auf wie viele Kisten hier noch rumstehen? Stoff! Wie gut! Wir finden noch so viel Stoff. Bioklumpen. Wir nehmen alles mit. Okay, Taschen sind offiziell voll. Wir drehen um. Da. Raus. Wie gut! Wie gut! Wir brauchen doch erstmal. Ach so, nee, wir fliegen runter. Wir fliegen runter. Der Weg ist so kurz. Stoff, wir finden noch welchen. Dann können wir uns hier vielleicht auch noch einen kleinen Raum einrichten. Das wäre cool. Aber irgendwie auch noch ein bisschen für Gemütlichkeit. Ah, das ärgert mich am meisten, dass das nicht geht. Also jetzt noch nicht gleich funktioniert. Das geht bestimmt irgendwie, aber jetzt hat es noch nicht funktioniert halt. Ah, schade, schade. So, haben wir denn gleich was für hier zum Einsortieren? Nee, dafür haben wir noch gar keine Schränke jetzt, ne, für die Sachen, die wir jetzt mitgebracht haben. Ja, doch, fürs Eisen. Und für so ein paar Vorräte auch. Die schmeißen wir gleich raus. Du auch raus. Wasser raus. Für Alu haben wir. Hier ist ja alles voll. Für Alu haben wir auch einen Schrank. Okay, müssen wir draußen einen Schrank. Hinten war ja noch komplett leer. Dann machen wir jetzt erstmal hier so einen wilden Chaos-Schrank kurz draus. Für den Moment. Da kommt alles rein, was wir jetzt aus dem Schiff oben holen. Halt euch gar nicht. Brauchen wir gar nicht einlagern. Stoff aber. So, sehr gut. So, du wirst geschreddert, du wirst wächst auch noch ein Baum genau hier vor. Können wir, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, kommen wir jetzt gerade mal nicht mehr ran. Beim nächsten Ein- und Auslauf können wir es wieder bedienen. Das hier rein und zurück. So, Iridium haben wir hier auf jeden Fall schon einen Schrank. Der jetzt auch voll ist. Alles klar. Weiter geht's. Nochmal nach oben. So viel Kisten noch. Und vor allem nochmal Stoff. Wir haben zu Hause ja auch noch ein bisschen was über. Es reicht schon wieder für einen kleinen Teil Einrichtung. Auf jeden Fall schon mal wieder für ein paar Sofas. Wie gut, wir machen jetzt hier wieder so eine kleine Lounge oder so. Irgendwie sowas. Und ich bin gespannt, ob diesmal wieder überall die Kernfusionsreaktoren drin sind. Wir waren ja noch diesmal nicht wieder oben am.
am Warpgate noch gar nicht. Und in dem anderen großen Wrack war da nicht auch sogar einer drin? Und hier müsste eigentlich auch einer drin sein. Weiß nicht, ob die diesmal alle wieder da sind. Letztes Mal war ja dann so, dass sie plötzlich verschwunden waren im Laufe der Staffel. So, hier ist. Nee, das ist das hier. Nochmal eine T2-Heizung. Hier kann man noch nichts machen. Hier auch nicht. Hier ist auf jeden Fall einer. Hier ist auf jeden Fall einer. Ein Kernfusionsreaktor. Sehr schön. So, Saat. Gut, wir gucken erstmal. Stoff, Stoff, Stoff. Nee, aber hier das auch super. Dünger eigentlich eher. So, Aluschrank war schon. Ja, wenn wir alles mit, dann nehmen wir alles mit, dann nehmen wir alles mit. So, was haben wir hier noch? Nehmen wir erstmal das Iridium, wo der Schrank ist ja auch schon. Ist alles voll. Okay. Wahrscheinlich noch ein Mikrochip. Bleibt erstmal kurz hier. So, was haben wir hier? Frachtschiff Zirella 4. Maschinenlogbuch Nummer 436. Heute Morgen, als wir unseren 17. Tag der Raumfahrt nach Stigma. Ah! Als wir auf unserem 17. Tag der Raumfahrt nach Stigma waren, verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die Gesamtleistung des Schiffes ging aus, als ob es von etwas Äußerem angezogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unbrauchbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Es scheint einen riesiger Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, 3021. Oh Gott, wir haben keinen Sauerstoff dabei. Wir haben Sauerstoff dabei. Oh, kurzer Moment der totalen Panik. 3021, das ist jetzt die jüngste Nachricht, die wir gefunden haben. So, und hier haben wir auf jeden Fall einen Kernfusionsreaktor drin. Alles klar, raus hier. Aber soweit erstmal noch keine abbaubare Wand. Müssen wir nochmal schauen. Ihr Lieben, dann schauen wir aber in die nächste Folge. Wir müssen auch langsam zum Ende dieser Folge kommen, damit es nämlich noch viel später rauskommt. Ja, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Schade, dass es mit dem Raketenstart nicht geklappt hat. Wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und macht's gut und bis zur nächsten Folge.